Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Preis sei Allah, dem Herrn der Welten, und Segen und Frieden mit dem Propheten Muhammad und mit seinen Gefährten und denen, die der Rechtsleitung folgen, allesamt. Ashhadu wa la ilaha illallahu wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt, außer Allah, der einzig ist und keinen Teilhaber hat. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist. Amma ba'd. Beginne ich mit einem einfachen Punkt, der eigentlich schon zu Beginn des Ramadans da war, aber der sich immer weiter natürlich verschärft, je mehr das letzte Drittel antrifft. Und ich beziehe mich dabei zum einen an auf die Surat al-Qadr, wo die Laylat al-Qadr beschrieben wird. Und hier wird ausdrücklich gesagt, Laylat al-Qadri khayrum min alfi shahr. Auf der einen Seite, das ist der Grund, warum die meisten Leute, die das wissen, die meisten Muslime halt, danach streben, die Laylatul Qadr auf die beste Weise zu erreichen. Und die beste Weise, das verbinde ich mit der Aussage des Propheten, alayhi salatu wassalam, man sama Ramadana imanan wahtisaban. Das heißt, wer Ramadan fastet in der Art, dass er das mit Iman tut, wahtisaban, und in der Art und Weise, dass er das auf die richtige Weise bemisst. Ihtisab, sich selber bemessen, selber etwas einschätzen. In dieselbe Richtung kommt eine ganze Reihe von anderen Überlieferungen, in der es zum Beispiel heißt, irtanim, nimm als Beute, nimm als Nutzen, was Allah dir gibt und derartiges. Deswegen, wir finden am Ende drei Begriffe in den Hadithen, sei es bezogen auf Ramadan oder allgemein auf das Tun der positiven Handlungen, die uns hier bezüglich der Laylat al-Qadr hilflich sein können. Das eine ist Ihtisaban, das zweite Irtinaman und das dritte ist Iktisaban. Diese drei Begriffe kommen nämlich vor. Was haben wir davon? Wir haben hier die Vorstellung, dass man eine Sache auf die richtige Weise einschätzen muss. Ihtisaban. Dass wir sie gewinnen können, ohne dass wir eigentlich eine übergroße Gegenleistung dazu bringen. Irtinaman. Und dass wir am Ende, wenn wir das richtig machen, etwas Gewaltiges für uns gewonnen haben. Iktisaban. Deswegen, wenn man diese Überlieferungen zusammennimmt und hier, was man kann, auch bezieht oder speziell bezieht auf die Laylat al-Qadr, kommt man zu logischerweise drei wichtigen Fragen. Und das sind die drei Fragen, die ich Ihnen heute einmal vorstellen möchte. Die meisten Leute würden sagen, gut, dann bete ich, dann faste ich, dann tue ich ein bisschen mehr. Mag sein. Sicherlich. Gehört mit dazu. Und dennoch ist das nur die Spitze eines Eisberges. Ihtisaban. Beginnen wir damit. Wenn ich sage Ihtisaban in der Art, dass ich auf die richtige Art und Weise die Sache einschätzen muss, und zwar für mich einschätzen muss, dann beginnt hier schon die erste Sache. Ich muss diese Nacht richtig für mich einschätzen. Und ich habe darüber lange einmal nachgedacht, die letzten Jahre schon, und sagte, jetzt kann man in der Regel kaum die ganze Nacht im Gottesdienst verbringen, in einem konkreten Gottesdienst. Jedoch habe ich mich an das Wort eines Lehrers erinnert, der mir einmal sagte, du kannst mit der richtigen Niyya, mit der richtigen Einschätzung eigentlich fast jede Handlung auf die Stufe einer Ibadah richten. Das heißt, wenn ich beispielsweise gegen Ende der Nacht das Suhur vorbereite für meine Familie und das tue mit der Absicht, dass ich um Allahs Willen aufstehe, um meinen Mitbewohnern ein gutes Suhur zu ermöglichen vor dem nächsten Tag, ist das eine Ibadah. Und wenn ich etwas zur Seite räume, weil ich weiß, das könnte Ärger und Streit unter den Bewohnern des Hauses hervorrufen, und ich tue das um Allahs Willen, habe ich damit eine Ibadah gemacht. Das nennt man die sogenannte indirekte Ibadah, im Gegensatz zur direkten, die etwa das Fasten selber oder die Ibadah des Koranlesens und so weiter wäre. Das ist ja davon noch unbenommen. Aber dahinter steht eine Idee. Wenn ich es schaffe, die Nacht vollständig in Ibadah-Form zu verbringen, und zwar ohne mich übermenschlich anzustrengen, das heißt, ich werde rezitieren,
Ich werde beten, aber ich werde ja auch essen. Ich werde ja auch mich mit den Menschen unterhalten. Wenn ich all das zusammenfasse, dann meine ich, wenn ich die Absicht fasse und das auf die beste Art und Weise mache, auf anständige Art und Weise, dass ich jede Handlung, die ich an dieser Nacht tue, als Ibada tun will, dann hätte ich tatsächlich es geschafft, die ganze Lailatul Qadr in Ibada zu verrichten. Wortwörtlich. Was sonst nicht möglich wäre, wenn wir das einmal praktisch betrachten. Das ist der erste Teil. Ihtisaban. Wie berechne ich die Sache überhaupt? Und das ist ein wichtiger Punkt, meine Damen und Herren. Denn der Wunsch, etwas zu tun, ist groß. Und die praktische Fähigkeit, es zu tun, ist in der Regel gering. Das ist es doch. Und deswegen sollte man sich einen Weg überlegen, der zugleich gottgefällig ist, die Taqwa stärkt, den Ihsan, das beste Zusammenwirken stärkt, aber auch möglich ist. Ich habe mir oft Gedanken gemacht über den Punkt, dass der Prophet a.s. äußerte, dass er, wenn es mehrere Möglichkeiten gäbe, er am liebsten den mittleren nehme, weder in starke Übertreibung noch in Vernachlässigung oder Nachlässigkeit. Und ich habe es einmal auf das Verbringen der Nacht mit der Ibadah bezogen. Jetzt gibt es Leute, wenn sie keine andere Verpflichtung haben, die könnten natürlich konkret die ganze Zeit im freiwilligen Ibadat verbringen. Das heißt, im Gebet und im Koran lesen und so weiter. Das ist möglich. Insbesondere, wenn man sich früher zum Erdkaf in die Moschee zurückgezogen hätte. Nur haben wir die Gelegenheit zu Erdkaf? Ich würde sagen, in der Moschee schon lange nicht mehr. In der Regel nicht. Jetzt sowieso schon gar nicht. Und das bedeutet, jetzt sind wir auf unser Zuhause zurückgeworfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das bedeutet wiederum, dass in dem Raum, in dem wir die Ibadah verrichten müssen, wenn wir sie denn verrichten wollen, dass in diesem Raum ein solches Verhalten in der Regel nicht ganz möglich ist. Und deswegen könnte auch eine übertriebene Erwartung an die eigene Leistung zu Aggression und Stress führen. Und dann verlieren wir diese Nacht tatsächlich. Das nehme ich mit dem Begriff Ihtisaban. Sie merken, ich nehme das ganz realistisch. Ich bin hier zu Hause. Ich bin nicht mehr in der Vollquarantäne, aber ich bin auch nicht mehr so frei, dass ich in die Moschee gehen kann und dort einfach die Nacht verbringen kann. Das hätte ich früher gemacht. Das geht schon seit langem nicht mehr und jetzt durch diese Krise wohl gar nicht mehr. Das heißt, ich muss jetzt rechnen. Ich bin hier zu Hause mit mehreren Personen. Der Raum ist zwar nicht äußerst eng in meinem Fall, Alhamdulillah, aber er ist auch nicht unbegrenzt. Wie kann ich diese Nacht überhaupt sinnvoll verbringen? Was kann ich tun? Ich kann ja auch niemanden zwingen zu etwas. Und das Beste ist, zu planen. Ihtisaban kann auch bedeuten, dass ich die Nacht plane. In diesem Falle. Das heißt, wenn ich das Tarawih-Gebet sowieso mache, das werde ich schon ausdrücklich machen. Ab und zu muss ich Pausen einrechnen. Dann muss ich rechnen, dass ich vielleicht auch doch den Koran rezitiere oder einen Dhikr mache. Dass ich speziell mich in Dua widme. Das würde ich ohnehin tun. Ja, dass man zu verschiedenen Gelegenheiten ausdrücklich ein Dua macht. Man könnte es auch so machen, dass man freiwillige Gebete noch extra dazu macht. Könnte man tun. Aber ich glaube, es wird nicht möglich sein, das am Stück durchzuziehen. Deswegen ist es das Allerbeste, dass man sich darauf einstellt, in seinem Verhalten, durch seine Niyya, sein ganzes Handeln in den Dienst einer indirekten Ibadah zu stellen. Denn der Lohn würde sich auch darauf beziehen. Es ist eindeutig, der Prophet sagte, Imanan wa ihtisaban. Das ist dann deutlich. Das nächste. Ich muss davon ausgehen, dass der Schöpfer subhanahu wa ta'ala, wann immer diese Nacht jetzt stattfindet, und das muss keineswegs die 27. sein, das kann, muss aber nicht, das wissen Sie wahrscheinlich, dass die Lailatul Qadr durch die 10 Nächte im Laufe der Jahre durchwandert, nach einem Muster, was wir nicht genau wissen. Das ist die überwiegende Meinung dazu. Da muss ich davon ausgehen, dass ich jede der 10 Nächte auf diese Weise verbringe. Deswegen, wenn ich kann, versuche ich mir übermäßigen Stress wegzuhalten und versuche, mich überhaupt geistig darauf einzustellen, indem ich den Tag anders beginne. Es ist häufig so, wenn der Tag im Sinne von Irtinaman,
etwas als Beute nehmen. Der Schöpfer bietet mir das an, aber gleichzeitig stellt er mir auch Herausforderungen durch den Tag. Und wenn der Tag mich schon zu sehr ermüdet, dann werde ich die Nacht nicht schaffen. Also, um die Beute der Nacht machen zu können, muss ich den Tag über meine Erwartungen zurücksetzen oder muss versuchen, nicht mit Stress, nicht mit Ärger, nicht mit einer schlechten Stimmung in die Nacht zu gehen, denn sonst wird es mir ganz gewiss nicht gelingen, alle diese verschiedenen Handlungen des täglichen Lebens oder der täglichen Nacht in diesem Falle in dem Sinne der indirekten Ibadah zu verbringen. Das braucht also auch eine bestimmte Planung. Und das Letzte, der Bereich des Iktisab, dass man es wirklich für sich gewinnt, dass man es erwirbt. Wer erwirbt denn? Es erwirbt die Seele. Bima kasabat aydihim, um dessen Willen, was ihre Hände erworben haben, wörtlich, aber auch zum Beispiel iktisab bima kasabat. Das heißt, die Seelen erwerben etwas für sich. Und es ist wichtig, dass man das tatsächlich wünscht. Und ich nehme das nicht für das Abhaken von Eintrittskärtchen. Das ist für einfache Charaktere vielleicht so. Sondern die Seele muss gereinigt werden, damit sie ins Paradies kann. Sehen Sie, so viele Überlieferungen sagen das. Dass sogar, wenn man den jüngsten Tag überstanden hat, dass sogar, wenn die Momente des jüngsten Gerichts gut überstanden wurden, wenn man über die Brücke, über den Spalt der ersten Höllenschlucht hinweggekommen ist, wenn man auf dem Vorplatz des Paradieses gelandet ist, muss die Seele sich noch einmal reinigen. Sogar diese neu erschaffene Seele, die Seele, die mit einem neu geschaffenen Körper dort ist, sogar die muss sich noch mal reinigen. Und das liegt daran, das Wesentliche, was in der Seele ist, wird erworben über lange Zeit. So heißt es an einer berühmten Stelle diesbezüglich, und ich beziehe das gleich auf den Ramadan zurück. Und es wird zwei Menschen, also zwei Seelen geben, die vor den Toren des Paradieses uneinig sind über eine Sache, die aus dem Diesseits stammt. Ich habe mich immer erstaunt, wie kann das überhaupt sein? Aber offensichtlich kann es sein. Und der Schöpfer sagt zu den Engeln, wartet mit den beiden, bis sie sich versöhnt haben. Hintergrund, man darf natürlich keinen Streit ins Paradies hineintragen. Und wenn Sie jetzt einmal überlegen, wenn das sogar in einer solchen Situation, das ist ein bekannter Sahih Hadith, wenn das in einer solchen Situation möglich ist, bedingt das zweierlei. Nummer eins, die Seele saugt viele Dinge in sich auf. Und wenn wir schon hier manchmal Streit nicht vermeiden können, weil wir unsere Seele nicht beherrschen können und das da auch sogar passiert, dann könnte es beim Ramadan auch passieren. Nummer eins. Nummer zwei. Das Gebot, dass der Schöpfer rein ist und nur Reines annimmt, wie in einem Sahih Hadith andernorts gesagt, Allah ist Tahir und nimmt nur etwas an, was Tahir ist, was rein ist, dann wird unser Fasten, unsere Ibadat und dann werden unsere Dinge nur angenommen, wenn sie mit reiner Absicht gemacht sind. Und was bedeutet die reine Absicht? Im Sinne von Iktisaban. Ich möchte meine Seele reinigen. Ich nehme das nicht wie eine Eintrittskarte, denn dann könnte ich sagen, meine Seele kann so dreckig und so ungeläutert bleiben, wie sie will. Jetzt habe ich ein bisschen gebetet, ein bisschen gefasst, jetzt komme ich ins Paradies. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Und ich glaube auch nicht, dass dafür der Monat Ramadan geschickt wurde. Der Monat Ramadan ist nicht eine äußerliche Pflicht, die ich dann erfülle, damit ich dann lastgebeugt das eben durchstehe und dann habe ich den Gehorsam erfüllt und dann komme ich ins Paradies. Ich glaube nicht, dass das die Art ist, wie der Schöpfer mit uns umgeht, sondern der Schöpfer will mit dem Monat Ramadan für uns etwas Gutes. Und er will, dass die Seelen sich Jahr für Jahr reinigen, damit sie am Ende rein vor den Schöpfer treten können und rein ins Paradies kommen können. Und wenn das der generelle Fokus der Sache ist, da bin ich überzeugt, dieser Begriff des Iktisab, der andernorts im Koran auch genannt ist, muss bedingen, dass man sich reinigt. Mutatahir, dass man sich reinigt. Und das Reinigen beginnt, indem ich mich endlich von überflüssigen Begierden freimache, von dummen Streitereien freimache. Das wird andernorts ja sowieso überliefert. Aber ich meine, das jetzt einmal bewusst zu machen,
Wenn ich die Lailatul Qadr zu etwas Besonderem machen will, muss ich das, was ich generell im Ramadan tue, mehr tun. Denn mein Ziel muss sein, Reinheit. Und hier gibt es die Begriffe Tahara, die rituelle Reinheit, Safa, die Läuterung, etwas ist von allem Schmutzigen gereinigt, Ikhlas, etwas mit absoluter Widmung tun und alles weglassen, was nicht dazugehört. Und diese Haltung muss ich dann ganz grundsätzlich haben, wenn ich in eine dieser Nächte hineingehe. Das nächste. Ich muss mich berechnen, Ihtisaban, und die Nacht berechnen, Ihtisaban. Ich muss berechnen, wie meine Möglichkeiten sind. Darum ist es völlig unsinnig, dass ich sage, machen Sie so und so viel. Oder jemand mir sagte, mach so und so viel. Ich muss doch selber wissen, was ich kann. Oder wie ich es kann. Wie lange ich das kann. Es gibt Leute, die stehen stundenlang im Gebet. Ich kann das zum Beispiel nicht. Aus verschiedenen Gründen. Für mich ist wichtig, dass ich das, was ich rezitiere, verstehe, nachvollziehe. Dass ich die Ayat und die Sure mit Bedacht wähle, damit Inhalt und Form und Art der Rezitation und meine Absicht in eines zusammenwirken. Das ist meine Art, das zu machen. Ich halte die Anzahl ein. Ich halte eine Mindestdauer ein. Aber ich werde das jetzt nicht groß ausdehnen. Das werde ich auch in diesen 10 Nächten nicht können. Denn ich habe auch andere Verpflichtungen, die ich erfüllen muss. Ich kann meine Familie nicht alleine alle Vorbereitungen, alle notwendigen Dinge hier zu Hause tun lassen. Ich kann mich ja nicht ausklinken und sagen, das macht jetzt ihr und ich mache jetzt Ibadah. Entschuldigung, das wäre fast für Mönchstum. Ihr arbeitet für mich und ich bete für euch. Also ganz so einfach, glaube ich, kann das nicht sein. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt, die Familie. Also auch das ist ein wichtiger Punkt. Wäre ich alleine, sähe das vielleicht anders aus, aber ich bin nicht alleine hier. Ein weiterer Punkt, der hier wichtig ist, dass man innerlich, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, mit der Sache selbst einverstanden sein muss. Jetzt könnten Sie mich groß anschauen und sagen, ja, wieso das denn jetzt? Sag ich doch. Will man mehr rituelle Gebete, mehr Koranrezitation, mehr Gottesgedenken verrichten, um sich Allah anzunähern? Oder möchte man das tun, um einfach mehr zu tun? Hier kommt der Begriff von wirklichem Ikhlas. Warum mache ich das überhaupt? Und es wird immer wieder gewarnt vor einer zu großen Zweckdienlichkeit. Das heißt, und die Zweckdienlichkeit sagt, ich mache jetzt 10 Gebete statt 5 und damit habe ich alles geschafft. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber diese 10 Gebete wären sinnlos, wenn sie nicht mit Hingabe und mit aufrichtiger Nia gemacht würden. Und der Mensch muss sich in seiner Nia erproben. Das sage ich Ihnen hier ganz deutlich auf den Kopf zu. Die meisten Menschen scheitern. Man beabsichtigt ein Gebet, was man ganz und gar für Allah tun will. Wie in einer parallelen Überlieferung, die hier auch wichtig ist, dass viele Sahaba das auch vom Propheten a.s. bestätigt haben, dass wenn man nur 2 Raka betete, eines freiwilligen Gebetes, und es käme einem nichts in den Sinn, was mit irgendeiner Angelegenheit von Adunya, der diesseitigen Welt, zu tun hätte, dann ist es so, als sei man aller kleinen Sünden ledig. Bis dahin, es gibt Überlieferungen aus der Sahaba-Zeit, also nach dem Propheten, a.s., dass ein Sahabi sich glückstrahlend nach einem Gebet den anderen zuwandte und sagte, jetzt habe ich es gerade geschafft. Und er meinte, dass er sich ganz und gar so auf das Gebet hat eingelassen, dass er wirklich keinen Gedanken an das Diesseits hatte. Nicht auch den allergeringsten. Und sehen Sie, ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Und ich kenne mich selber. Ich weiß, dass es nicht so ganz einfach ist. Und diese Dinge sind wichtig. Wir hören einen Klang. Sofort geht unsere Aufmerksamkeit eventuell dahin. Es ist schwierig, diese Aufmerksamkeit zu haben. So tief versunken zu sein in das Gebet, dass man auch auf äußere Reize nicht mehr reagiert, ist kein kleiner Punkt, ist aber ein wichtiges Zeichen dieser Hingabe. Sehen Sie, das muss man erproben, das muss man üben, da muss man dabei bleiben. Und ich glaube nicht, dass das über eine ganze Nacht hinweg so einfach ist. Deswegen, nehmen Sie das nicht gering. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, dann ist das ja nicht unsere erste Herausforderung dieser Art im Monat Ramadan. Und ich glaube nicht,
Ich glaube nicht, wenn ich das so sehe und sagen darf, dass wir von uns selber überzeugt sind, dass wir in jeder Nacht das so hundertprozentig gemacht haben, wie wir es tun hätten können. Deswegen sehe ich die Laylatul Qadr als eine Herausforderung und eine Herausforderung, die man stemmen kann. Aber nicht einfach. Nicht einfach. Eben nach diesen drei Dingen. Noch einmal wiederholt. Ihtisaba. Ich berechne mich und ich berechne die Nacht. Was kann ich machen? Und wie kann ich indirekte Ibadat zu den direkten hinzusetzen, um wirklich möglich die ganze Nacht in einer Art von Ibadat zu verbringen? Das ist ganz konkret gemeint. Irdinaman. Ich muss mir klar sein, dass mir diese Nacht geschenkt wird. Denn ich bekomme etwas, was ich sonst nicht bekommen könnte in der Wichtigkeit. Und ich muss es dementsprechend auch einschätzen können. Das ist eine innerliche Sache der Seele. Und Iktisaban, Nummer drei. Ich muss mir klar sein, dass die bloße Masse zwar einen wichtigen Punkt darstellt, aber nicht den wichtigsten oder nicht den alleinigen. Und ich muss wirklich mich der Sache widmen und mich Allah annähern wollen. Und ich muss mit dieser Absicht, um meine Seele zu reinigen, schon von vornherein in die Nacht hineingehen. Das heißt nicht erst bei Maghrib. Ich muss das vorher schon exerzieren. Am besten, wenn man es kontinuierlich über 10 Tage und Nächte beibehalten könnte. Wenn das nicht geht, muss ich aber, je näher Maghrib rückt, mich umso mehr in diese Stimmung, Position hineinbegeben. Und ich muss rechtzeitig überlegen, welche Faktoren könnten mich denn ablenken davon? Und glauben Sie mir, derjenige, der meint, dass sie nichts ablenken kann, wird in der entsprechenden Nacht am meisten abgelenkt werden. Das ist so. Nicht sich selber überschätzen, nicht meinen, dass man so aller Dinge und aller Probleme ledig wäre. So einfach geht das nicht. Man redet sich raus, die großen Teufel sind gefesselt im Ramadan, wir die Kleinen sind immer noch da. Und erzählen Sie mir nicht, dass es keinen Streit im Ramadan geben kann. Was ein guter Beweis ist, dass man nicht unbedingt große Teufel braucht, um Schlechtes zu machen. Bitte. Insofern, überlegen Sie das ganz genau. All das, was ich Ihnen gesagt habe, so klein diese Dinge sein mögen, führt uns dazu, dass es uns hinweist auf eine Art der Planung. Und diese Planung muss schlicht gesagt realistisch sein. Wenn man das ungeplant gehen lässt, das ist nicht verboten, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auf diese Art und Weise gelingt, recht gering. Und um das auch noch einmal hinzuzufügen, dieser Ramadan ist naheliegenderweise ein ganz anderer als all die anderen vorher. Sie wissen warum. Wir haben eine Ausnahmesituation. Und diese Ausnahmesituation ist nicht etwas Kleines. Sie ist weltweit. Und in der Art, wie sie sich äußert, das muss ich deutlich sagen, ist das sicherlich ein Vorzeichen des jüngsten Tages. Weil alle Zeichen des jüngsten Tages drei Eigenschaften haben, die ich hier leider gegeben sehe. Nummer eins. Die sozialen Beziehungen werden nachhaltig zerstört. Ich glaube, das wird nachhaltig so sein. Nummer zwei. Ein weltweites Phänomen. Es ist weltweit. Und Nummer drei, es geschehen Dinge, die das Hinwenden zu Allah erschweren. Und das ist ja wohl eindeutig so, wenn wir sagen, dass die Ibadat, die konkreten Ibadat, ausgesetzt werden oder nicht mehr richtig durchgeführt werden können. Und wir sitzen ja heute da und sind ebenfalls noch in dieser Lage. Und selbst wenn die Moscheen geöffnet sind, dann ist es trotzdem so, dass man das rituelle Gebet in der eigentlich vorgeschriebenen Form nicht machen kann. Das ist doch wirklich zeichenhaft. All das muss uns dazu bringen, dass wir Allah um die Rechtleitung bitten. Und damit möchte ich in diesem Punkt auch beenden mit einem speziellen Dua, der diese Punkte umfasst. Allahumma ya Rabbil Alamin, ya Arhamar Rahimin, ya Dhal Jalali wal Ikram. Sei uns barmherzig, ja Rahman. Sei derjenige, der uns vergibt, ja Afu. Der unsere Sünden ganz und gar auslöscht und uns rein dastehen lässt, ja Tahir. O Allah, lass uns diejenigen sein, die verstehen, wozu die Laylatul Qadr da sein kann, leite uns dazu, dass wir sie auf die beste Weise verbringen können und nimm alles, was wir dir anbieten, in all unserer Schwäche und Fehlerhaftigkeit als Gutes an. Und nimm unsere Dinge an, auch die, die vielleicht nicht optimal sind, und wandle die zu den Besten um, so wie du es im ehrenwerten Koran gesagt hast. Ja Arhamar Rahimin, O Allah, lass uns zu denjenigen gehören, die das Beste ziehen können aus der Laylatul Qadr, wann immer sie in diesem Ramadan stattfindet.
und gib uns dadurch Schutz vor dem, was noch kommen mag, auf dass wir dir auf die beste Weise dienen können, und nimm uns als deine aufrichtigen Diener an. Ja Rabbal Alamin, ja Arham Rahimin, ja Dal Jalali wa Ikram. Lass uns zu denen gehören, die ins Paradies gelangen und die sich erfreuen können an dem mehrfachen Lohn der Laylat al-Qadr. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Assalamu alaikum.